Hallo und herzlich willkommen zu dem ersten YouTube-Video von mir. Schön, dass du eingeschaltet hast. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Ich möchte dir heute erklären, warum ich vom Eishockey zurücktrete, mindestens mal für ein Jahr, und was meine neuen Pläne sind. Wie viele von euch wissen, habe ich es im Sport selten einfach gehabt. Ich bin mega ein verbissener Mensch. Ich habe immer alles gemacht und probiert und da. Ich habe aber selten das Vertrauen von einem Trainer bekommen. Und selten ist richtig, weil vorletzte Saison hat mich ein Trainer wirklich extrem unterstützt. Und ich bin so dankbar dafür, weil ich dort wirklich eine super Saison spielen konnte. Und wir sind auch Vizemeister geworden. Durch das habe ich dann in der MySports League in Chur einen Vertrag bekommen und habe mich dort probiert zu beweisen. Jetzt war es so, dass ich im Juni das Kreuzband gerissen habe und den Meniskus. Ebenfalls war das Aussenband angerissen. Das ist natürlich keine gute Prognose schon vor der Saison. Das Kreuzband geht normal 6 bis 9 Monate mindestens. Die Saison wäre gelaufen gewesen. Darum habe ich gefunden, weißt du was, ich gebe mir 6 Wochen Zeit, schaue mal, was der Körper selber heilen kann. Und tatsächlich ist das Kreuzband zusammengewachsen. Ich weiss immer noch nicht, wie das gegangen ist. Als ich zurückgekommen bin, hat mich der Arzt gefragt, hey, was hast du gemacht? Das Kreuzband ist zusammengewachsen, das habe ich noch nie gesehen. Aber ich bin mega, mega dankbar, dass das passiert ist und konnte durch das auch nach 2 Monaten wieder Hockey spielen. Ich habe dann für 3 Monate erfolgreich gespielt, auch wenn ich die Chance, die ich mir in Chur erhofft habe, nicht bekommen habe. Im Frauen-Eishockey war für mich immer ein Türchen offen, was ich mega schätze. Und daher hatte ich dann gleich Spielpraxis und wäre wieder auf Boden für die Frauennationalmannschaft. Für die habe ich dann noch einen Test machen. Und zwar einen Back-to-Sport-Test. Bei diesem Test in der Klinik, wie so die Ironie will, oder, habe ich mich dann nochmal verletzt und habe mir wieder den Meniskus gerissen. Das war auch dann so der Punkt, wo man sagen musste, also jetzt musst du es wirklich operieren. Das habe ich dann gemacht und habe dann angefangen zu rechnen. Bei dann so 5 Wochen, nein, Entschuldigung, nicht 5 Wochen, sondern etwa 5 Tage, bevor dem Playoff-Start wieder das erste Mal aufs Eis und haben die Playoffs gespielt. Und die Playoffs waren super. Schade, haben wir Zürich nicht geschlagen, aber das ist halt der Sport. Auf jeden Fall ist es eigentlich recht gut gegangen, aber ich musste gleich nach jedem Spiel einen Entzündungshemmer nehmen, weil mein Knie halt gleich noch nicht so ganz so gut war, wie es die Ärzte gemeint haben. Und so geht es mir auch ein bisschen im Moment. Also, gemäß Ärzte müsste ich eigentlich beschwerdefrei sein. Ich trainiere auch wirklich viel, um Muskulatur aufzubauen. Es ist aber nicht wirklich so, dass es beschwerdefrei funktioniert. Also, als ich das letzte Mal an einem Plausch-Turnier war, bin ich in der Nacht aufgewacht, weil ich so Schmerzen hatte. Und das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Ich habe jetzt aber nach einem Jahr Arzt, Physio, Spital wirklich einfach mal die Schnauze voll von dem Ganzen. Ich möchte eigentlich gar nicht wissen, was da in meinem Knie noch falsch läuft, weil sonst müsste ich ja noch etwas dagegen machen. Und ich möchte mir jetzt einfach mal ein Jahr Zeit geben, auch meinem Knie, wo es einfach mal regenerieren kann, wo ich auch wieder merken kann, hey, was will ich eigentlich. Und darum gehe ich ein Jahr lang reisen. Ich freue mich extrem auf diese Zeit. Ich werde anfangen in Frankreich, in Nizza, 7 Wochen lang. Und dann weitergehen auf Vichy, ein Sprachdiplom machen. Nachher komme ich nochmal heim. Gehe dann eine Woche später, aber schon wieder weiter. Und zwar auf Singapur mit meiner Schwester zusammen. Nachher dann an die Gold Coast auf Australien in eine Sprachschule für 3 Monate, wo wir ein Shared Apartment werden haben. Also so wie eine Art WG in der Nähe vom Strand, in der Nähe von der Sprachschule. Also die Zeit, auf die freue ich mich extrem. Nachher gehen wir noch zusammen 6 Wochen reisen, was natürlich sicher auch mega cool ist. Und Garmin muss dann aber nachher leider wieder heimgehen. Ich habe dann aber noch ein bisschen Zeit und nehme mir auch Zeit. Noch sicher 1 bis 2 Monate. Wo ich selber gegangen, zuerst auf Thailand und nachher spontan weiter, vielleicht noch auf Laos.
Ja, das ist echt so der Plan im Moment. Und wenn ich heimkomme, dann werde ich sehen, wie es weitergeht. Wer weiß, vielleicht bin ich dann wirklich wieder top motiviert und möchte wieder Vollgas-Hockey spielen. Ich kann es nicht voraussagen, aber im Moment bin ich überzeugt, ist das der richtige Weg für mich. Es ist auch schon gebucht, das kann mich niemand mehr davon abhalten. Ich mache das jetzt und ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Ich werde euch über YouTube auf dem Laufenden halten. Natürlich dürft ihr mir auch privat schreiben, aber wenn ihr sonst noch Fragen habt, geht gerne unten in die Kommentare. Abonniert den Channel, gebt einen Daumen hoch und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Tschüss!